Was war das schlimmste Weihnachtsgeschenk, das du jemals bekommen hast? Puh, gute Frage, ey. Weiß ich gar nicht. Habe eigentlich nur gute Weihnachtsgeschenke bekommen. Was war das Schlimmste? Ja, weiß ich nicht. Man wünscht dir doch was zu Weihnachten, oder? Ja, wenn ich würde sagen, ein paar Socken vielleicht oder sowas. Weihnachtssocken oder so Zeug. Aber finde ich ja auch ganz gut. Schlimmste Weihnachtsgeschenk. Ja, ich habe noch nie was Schlimmes zu Weihnachten. Ich habe auch gesagt, die Frage gelesen, hat mir nicht gefallen. Habe ich nichts. Kann ich nicht beantworten. Ich würde sagen, einfach ein paar Socken. Ein paar Socken? Ja. Finde ich nicht gut. Doch, Socken. Schon, aber... Ja, ich auch. Wäre jetzt Platz... 800. Für Weihnachten ein bisschen zu lower. Ja, wäre jetzt Platz 857 von allen Weihnachtsgeschenken. Ja, okay. Lass mal gelten. Ja. Konrad. Hallo. Was war das schlimmste Weihnachtsgeschenk, das du jemals verschenkt hast? Gute Frage, aber... Wie du sagst, ich mache nur gute Geschenke. Man kann sagen, du bist also, auch so einer, der... Ich habe jetzt noch nie die Rückmeldung bekommen, egal von wem, dass meine Geschenke schlecht waren. Also, aber hast du schon mal ein Fake-Geschenk gemacht vielleicht? Nein, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mal ein paar Weihnachtspullis zum Spaß gekauft, hat nie wieder angezogen bei meiner Family. Ist das ein ugly Sweater oder was? Ja, sowas wie... Ist das ein ugly Sweater? Nein, das ist ein schönes Sweater. Top-Qualität, das können alle bei RB-Fanshop holen. Aber nein, also... Das Schlechteste, was ich je geschenkt habe. Also wie gesagt, ich hatte nie ein funny Geschenk, muss ich sagen. Ich habe immer nur coole Sachen geschenkt, weil ich ein cooler Junge bin. Und darum gibt es da eigentlich keine Antwort von mir. Ja, wir nehmen die Ugly Sweaters. Ugly Sweaters, super. Was müsste man mir dringend in diesem Jahr schenken? Einen gesunden Körper. Der hätte ich letztes Jahr gebraucht, wenn wir ruhig jetzt. Nein, ich würde sagen, aktuell würde ich sagen, hast du ein Tor gegen die Fahrröhre gemacht, aber so ein linker Fuß, der das Tor trifft, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, würde ich dir... Das war auch mein linker Fuß. Ja, oder? Ich sag ja, aber würde ich dir so... Reicht mir rechts nicht, ja. Weißt du, so Paris und so, weißt du, mit links so ein bisschen mehr Schmack ist ins kurze Eck, weißt du. Okay, okay, nehme ich mir zu Herzen. Wenn du mir ein Tor schenkst, nehme ich gerne an. Konrad, wovon hat Schauni bereits genug? Körperfett. Das schwankt aber auch. Mal mehr, mal weniger. Nee, mein Spaß, bleib ruhig. Wovon hast du genug? Ja, ich finde, der Johnny, der trainiert sehr viel. Ich glaube, so ein Weihnachtsgeschenk wäre mal ein bisschen entspannter an die ganze Sache reingehen. So, weißt du? Das wird dir gut tun, glaube ich. Schöne Grüße an Torwart rein. Okay. Wer aus diesem Team hätte dieses Jahr am meisten die Route verdient? Hugo. Der jetzt körperlich nicht immer so wirkt, als hätte er so richtig Bock auf alles, was wir gerade so machen auf dem Trainingsplatz. Beim Spiel ist es zwar gut, aber so Körpersprache. Ein bisschen Feuer, Arsch. Ein bisschen Feuer, glaube ich. Ja, also schon okay. Antrieb, ein bisschen Route wäre schon ganz gut dabei. Ja. Also Hugo. Was gibt es bei dir an Heiligabend zu essen? Haben wir schon mal diskutiert. Gibt es eine Rindsuppe bei mir? Warst du nicht die Wiener mit Kartoffeln? Nein, das ist. Also bei mir gibt es immer eine Rindsuppe. Das ist Silvester? Nein, das ist so oberösterreichmäßig, da gibt es so manchmal so Würsten. Ich komme aus Salzburg. Also, weil ich auch nicht. Ich esse doch nicht nur eine Suppe am Heiligabend. Eine Rindsuppe mit einem Tafelspitz drin, Nudeln, Karotten, Sellerie, bisschen. Nur Suppe? Ja. Das kann ja nicht euer Abendessen an Heiligabend sein. Doch, stopp. Das ist so Traueressen oder was? Nein, oder? Das ist super. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Du bist einmal da bei der Familie, einmal da, kriegst du den ganzen Tag schon was zu essen. Und am Abend kommen wir dann zurück, weil wir einmal da zu Besuch waren, einmal da zu Besuch waren. Und dann ist das halt fertig. Da hat also man nicht Zeit, den ganzen Tag in der Küche zu stehen, weißt du? Kuchen, Plätzchen, tagsüber, abends dann Suppe oder was? Ja, und dann gibt es mal da ein bisschen was zum, ein bisschen mehr. Nicht nur Kuchen und Plätzchen essen wir zu essen. Schon Gefühl isst du am ganzen Tag Weihnachten. Aber Suppe ist ja jetzt nicht das so. Ja, bei uns ist das traditionell. Es gibt viele, die was Rindsuppe zu Weihnachten essen. Okay. Das ist die Österreicher ein bisschen. Ja, was ist die Deutschen? Was ist die denn Braten oder was? Was isst du denn? Ich esse immer Steak, aber mehrere Gänge. Erst. Ja, du bist ja jetzt, vegan. Fladensuppen, oder? Fladel? Wie heißt das? Frittatensuppen. Schöne Frittatensuppe selbst gemacht. Ja, top. Das ist super. Ja. Dann schönes Steak mit Kartoffeln und so. Ja, aber du bist jetzt vegan. Was ist denn dieses Jahr? Ist am Weihnachten vorbei. Ah, Weihnachten ist vorbei. Okay, super. Dann genießt du wieder. Okay. Dann kann man Leben wieder genießen am Weihnachten. Hast du als Kind schon vor dem Fest nach den Geschenken gesucht? Also mich vor dem Fest. Also ob du in der Wohnung oder bei dir daheim hat, bei deinen Eltern oder so, spioniert hast, ob schon mal nach. Nein, ich habe so lange ans Christkind geglaubt, das ist immer reingeflogen bei uns ins Wohnzimmer. Ehrlich? Ich musste bei uns gibt es Christkind. Gibt es bei euch auch Christkind oder gibt es im Weihnachten? Ja, wir sind beide so. Also das Nürnberger Christkind ist ja Christkind, das mag auch. Ja, aber was kommt bei euch zu Weihnachten? Das Christkind. Christkind. Bei uns kommt auch das Christkind. Ja.
Also wir sind halt... Also was heißt lang? Ich habe schon so früher... Und dann, wo ich älter war, weißt du, dann willst du es am Anfang nicht glauben und dann... Aber wir sind gerade ja, im Fernsehen. Aber ich habe nicht spioniert. Also ich glaube immer, das Christkind kommt doch jedes Mal. Weihnachtsmann, Christkind, oder nicht? Ja, klar. Vor allem zu den Chaudersheim. Weil die zwei Söhne so brav sind. Da haben wir übrigens, weil wir international in Deutschland sind, gibt da nicht überall das Christkind. Ja, ich weiß. Gibt es auch einen Weihnachtsmann? Beides muss man irgendwie verarbeiten. Also macht ihr, bei euch kommt Weihnachtsmann und Christkind. Ja. Kriegen sie also doppelt so viele Geschenke bei dir daheim. Ja, aber Nikolaus, der kommt auch noch. Ja, Nikolaus kommt da, aber der kommt der, wann kommt der? Am 6. Schön. Kommt Krampus ja auch? Krampus? Ja. Nee. Das ist Krampus, Alter. Ah, das gibt es in Deutschland gar nicht. Wir haben Knecht Ruprecht, haben wir noch, oder? Evangelisch Knecht Ruprecht. Kennst du ja Krampus? Das ist bestimmt Knecht Ruprecht, oder? Nee, es gibt halt, bei uns kommen wirklich so Krampus. Was ist ein Krampus, Junge? Sag mal, es ist ein Krampus. Fernsehen. Es gibt nur Krampus. Wir sind nicht auf ORF 1 jetzt. Was ist der Krampus? Ja. Google das nochmal. Die ziehen sich so Masken an, die laufen und dann kommst du mit der Rute oder dann schlank die. Ja, ist sicher Knecht Ruprecht. Hat er so einen Zylinder auf oben? Nein, der hat wirklich eine Maske auf. Selber geschnitzt. Wie heißt der? Krampus. Krampuslauf. Schreibt mal alle auf der Instagram-Seite Bilder, was ein Krampus ist, Alter. Bitte, und verlinkt ihn auf Krampus. Ja, was die Österreicher kennen, Krampus. Ja, die Deutschen, Krampus. Ja, gibt's wie schreibt man Krampus? Das weiß ich jetzt nicht, Alter. Ich bin doch hier ein Deutschlehrer, bleib mal ruhiger. Das ist doch Österreich. Ja, das kann man schon einfach, wie man es hört, so schreibt man es auch. Mit wem aus dem Team würdest du am ehesten gemeinsam Weihnachten feiern? Mit dir, lieber Kumpel. Ja, schon mit mir, gell. Ja, ich warte auf die Einladung. Ich würde Emil zwar auch noch einladen, aber... Ich jetzt, weil wir hier sitzen. Ja, so musst du mich sagen. Ja, ja, von euch zwei, aber jetzt sage ich mit dir natürlich. Ja, das verstehe ich, das würde ich sehr schön finden. Aber dann nur, wenn es. Mit der Fridatensuppe könnte ich auch gut leben muss ich sagen. Ja, finde ich auch also, gut. So. Was die Schweden zu Weihnachten essen, will ich gar nicht wissen. Die essen bestimmt so Rollmops-Zeug oder sowas. Die sind sicher so ein Fischer, oder? Das eklig ist. Ja, ja, 100%. Ja. Liebe RB-Fans, es ist nicht mehr lang, bis Weihnachten ist. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke besorgt und habt keinen so Stress mehr wie der eine oder andere. Und ja, wir wünschen euch alle einfach schöne, besinnliche Feiertage. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Guten Rutsch und bis bald im Stadion. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du blühst dich nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.